Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich von Mensch zu Mensch. Ich freue mich ganz besonders. Heute habe ich den Matthias Langwasser zu Gast bei mir. Und ich freue mich jetzt wirklich riesig auf unser Gespräch, Matthias. Ich denke, ich brauche dich gar nicht groß vorstellen für mein Publikum. Man kennt dich ja, du bist ja schon lang unterwegs im Internet und hast, glaube ich, schon über 1000 Interviews oder Gespräche geführt. Hut ab. Und was ich heute gesehen habe bei dir auf dem Kanal, hast du heute die 100.000-Marke geknackt. Das ist ein Gestern. Kompliment, ja. Ich weiß, da gehört viel Arbeit dazu. Ich mache das ja noch nicht allzu lang wie du, aber mir macht es einfach auch Freude. Und ich freue mich natürlich riesig, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit mir das Gespräch zu führen. Ich weiß ja, du hast immer viel um die Ohren. Du bist ja immer permanent in den Interviews mit den Menschen. Und umso mehr freue ich mich, dass ich dich heute mal in meinem heiligen Raum habe, in meinem kleinen Kanal, der langsam aber stetig auch wächst. Und ja, lieber Matthias, ich freue mich ganz besonders, dass du heute Zeit gefunden hast. Herzlich willkommen bei mir in meinem Raum. Ja, vielen Dank, lieber Rainer. Ich freue mich auch sehr und bin auch total gespannt auf unser Gespräch. Ja. Ja, wir haben jetzt auch gar nicht groß im Vorgespräch uns abgesprochen, wo wir die Menschen oder die Zuschauer hinführen möchten. Ich würde einfach sagen, ich gebe dir mal das Wort. Es passiert ja im Moment so unglaublich viel auf der äußeren Ebene, wie aber auch auf der inneren Ebene. Wie nimmst du die Dinge im Moment wahr? Ich weiß ja, du hast viele Interviewpartners in alle verschiedenen Richtungen, ja. Was nimmst du so im Moment im persönlichen Umfeld bei dir wahr? Merkst du da auch, dass gerade große Veränderungen anstehen, dass Menschen sich verändern, dass was Seltsames in der Atmosphäre passiert, da können wir später noch eingehen. Wie nimmst du die Dinge wahr, lieber Matthias, aus deiner Wahrnehmung? Also ich nehme es so wahr, dass die energetische Veränderung sehr, sehr stark ist. Also so stark, wie ich selber bisher noch nicht wahrgenommen habe. Ich bin ja schon auch sehr lange auf diesem Weg, so wie du. Und es ist wirklich sehr intensiv. Und das zeigt sich halt in allen Bereichen. Das zeigt sich halt zum einen natürlich im politischen Bereich oder gesellschaftlichen Bereich, dass ganz viele alte Strukturen zum einen jetzt wackeln oder anfangen zu zerbrechen, aber gleichzeitig auch sich diese kranken Strukturen auch deutlich zeigen. Also wirklich, es ist so, ich nehme das so wahr, dass wirklich in allen Bereichen, dass auch das Dunkle, ne, oder das Lebensfeindliche auch sichtbar wird. Und gleichzeitig passiert das aber natürlich auch in unserem Inneren. Das heißt, wir werden mit eigenen Themen, mit eigenen Schatten konfrontiert. Also ich nehme es gerade persönlich so wahr, dass alte Themen, die mich mein ganzes Leben lang begleitet haben, auch gerade zum Beispiel, die in der Kindheit entstanden sind durch Traumas, dass die jetzt halt wirklich sich ganz massiv zeigen. Und es fühlt sich für mich so an, als ob wir durch diese starke energetische Veränderung so eine komplette Neuordnung erleben. Also wir sind halt in einer extremen Umbruchszeit. Also innerlich und äußerlich. Und das ist natürlich für viele Menschen, gerade für die Menschen, die nicht in der Lage sind oder noch nicht bereit sind, sich zu verändern, ist es halt eine große Herausforderung. Na, weil, und parallel gibt es natürlich auch noch diejenigen, die das alles gar nicht wahrnehmen. Also weil sie so an dem alten Weltbild festhalten und so an ihrer alten Realität festhalten, dass sie tatsächlich immun scheinen gegen diese krassen energetischen Veränderungen. Also das gibt es auch. Also da kenne ich eben auch Menschen, ne, aus dem Familienkreis, die merken nichts von alledem, was wir merken. Oder scheinbar nicht, ne? Vielleicht merken sie es auf irgendeiner Ebene ja doch. Ja, So nehme ich das gerade wahr. Ja. da bin ich auch bei dir, absolut, Matthias, weil ich sehe es ja auch in meiner eigenen Verwandtschaft. Ne? Für die ist einfach nur Urlaub wichtig und das machen. Und die hängen wirklich noch so in dem alten Hamsterrad drin, ja. Und die scheinen irgendwie von der
von der Empathie, von den Gefühlen so abgestumpft zu sein. Naja, ich gehe halt mein Hamsterrad, alles läuft so. Und die kriegen gar nicht mit, was auf der feinstofflichen Ebene passiert. Und dann gibt es natürlich die anderen Menschen, die spüren das sehr intensiv, ja. Selbst Menschen, wenn du zum Einkaufen gehst, heute auch wieder schöne Begegnung gehabt, wo dich Menschen einfach anstrahlen, oder wo ich heute auf der Post war, waren zwei Mütter mit den Kindern da. So, eine Bub war 1 Jahr, der andere war 9 Monate. Und irgendwie ziehe ich die Kinder mal an und die Kinder gucken mich mit ihren großen Augen an und strahlen mich an und sagen, ja, gell, du, irgendwie, da spürt man noch der offene Blick von den Kindern, ja. Und das ist schon, sind immer schöne Erlebnisse, wenn man solche Begegnungen hat. Und da gibt es natürlich die krasse Gegenteil, ja, wo Menschen einfach wie so Roboter an dir vorbeilaufen und das zeichnet sich auch immer mehr ab. Und ja, und im Moment, wie fühlst du das? Ich merke einfach gerade im Moment auch, dass sehr starke Energien kommen, von der Sonne gepulst werden. Ja, das können jetzt auch die Sonnenstürme sein. Das kann auch Auswirkungen haben, da das Magnetfeld der Erde immer mehr abnimmt. Wir sind ja auch energetisch, magnetisch mit Mutter Erde verbunden, dass das was mit uns auslöst. Aber ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen Solo-Video gemacht, es liegt was in der Luft. Und da sind so überraschend viele Antworten gekommen, wo mir Menschen drauf geschrieben haben, dass sie genau die gleiche Symptomatik spüren, dass im Moment vor allem bei uns in Deutschland, im deutschsprachigen Raum oder im westlichen Raum, die Sonne derart aggressiv ist. Ich liebe ja auch die Sonne und im Frühjahr, wenn du vom Winter rauskommst, du gierst ja richtig nach der Sonne. Aber im Moment spürt man wirklich, dass die Sonne so aggressiv ist. Viele berichten von Kopfweh, Verbrennungen auf der Haut, Schwindelgefühle und viele meiden jetzt auch die Sonne. Und du hast ja, glaube ich, neulich auch irgendwie ein Video gemacht oder darüber gesprochen, wo du am Strand warst. Man sieht es ja auch, gut gebräunter Matthias. Wie sieht denn das bei euch in Portugal aus? Weil ich habe interessanterweise von jemand Info kriegt, dass in Portugal die Sonne angenehm ist. Er kann richtig an die Sonne gehen, auftanken. Und bei uns ist es wirklich extrem im Moment. Wie ist das bei euch in Portugal? Also ich lebe ja im Süden, also in der Algarve. Und da ist es interessanterweise im Sommer, also Juli, August, haben wir normalerweise strahlend blauen Himmel. Und ich habe die Vermutung, dass das mit dem Tourismus zusammenhängt, weil es ist tatsächlich so, dass also diese Hauptzeit, Juli, August, da sind halt die meisten Portugiesen, machen dann Urlaub. Dann wird es hier auch richtig voll. Und vorher gibt es in der Regel, zumindest in den letzten Jahren, ne, gibt es in der Regel noch Chemtrails. Und jetzt haben sie wieder angefangen, also als diese Hauptsaison zu Ende war, also konnte man wirklich ein bisschen wie die Uhr danach stellen. Das fand ich interessant, weil ich weiß natürlich nicht, ob das, na, ich meine, natürlich können Dinge auch einfach so passieren. Ich finde es nur sehr merkwürdig, dass es immer sich so verhält. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass wir einen sehr klaren Himmel haben. Also wenn jetzt nicht mal Chemtrails kommen und die sind halt nicht so, normalerweise nicht so krass wie in Deutschland, dass wirklich alles total dicht wird. Und gut, die Sonne ist hier natürlich stark, ne? Wir haben hier unten auch immer einen sehr starken Wind, also meistens Tag und Nacht, wodurch es auch nie so richtig heiß wird. Aber also ich selber versuche halt in der Mittagszeit nicht so in die Sonne zu gehen, also einfach weil die Sonne hier schon sehr stark ist, höchstens mal eine halbe Stunde oder so, aber ich bin dann meistens halt nachmittags draußen und ich nehme das nicht so wahr, wie du das beschreibst, ne? Oder wie das viele aus Deutschland beschreiben, dass es irgendwie so total drückend ist oder dass die Sonne total, gut, die ist hier immer stark, aber ich empfinde sie nicht als unangenehm brennend oder so. Ich glaube, dass das Feld hier schon, obwohl es natürlich auch Chemtrails gibt, insgesamt gesünder ist. Interessant, weil
Ich habe noch gar nicht alle Kommentare durchgearbeitet, aber ich habe wirklich jetzt, was ich jetzt so aus dem Stegreif raus habe, man hat als ein Mensch aus Thailand, aus Ungarn, aus Österreich, Schweiz, Frankreich, England geschrieben und alle die gleiche Symptomatik, ja, dass sie sich schlapp fühlen, ja. Und mir kommt manchmal einfach so der Gedanke in mir hoch, dass vor allem in der westlichen Länder, wo viel Kapital ist, das so besonders stark bestrahlt wird. Also ich habe wirklich unglaubliche Aufnahmen gemacht. Am Sonntag, wo ich das Video hochgeladen habe, da war der Schwiegersohn noch da, sagte, guck dir mal den Himmel an, da haben wir direkt über unserem Haus den Himmel fotografiert, welleförmig, wie Skalarwellen, da hat also auch viele geschrieben. Und manchmal kann man wirklich so den Gedanke bekommen, ohne das jetzt, das ist einfach so ein Gefühl, betreibt hier jemand Terraforming, weil viele berichten mir ja, das ist wie im Brutkasten, ja, also die kriegen sofort Verbrennungen auf der Haut, die waren früher auch viel an der Sonne gewesen, ich auch. Und ich habe das jetzt auch gemerkt, im Frühjahr geht's, aber im Sommer liege ich auch gerne mal im Schatten bei mir auf dem Grundstück. Aber die letzten Tage waren wirklich sehr intensiv, sodass ich wirklich mich sogar im Schatten Kopfweh gekriegt habe und Augenbrennen bekommen habe. Und es haben so viele auch berichtet. Und natürlich auch das eigenartige Verhalten der Tiere, ob das Pferde sind, wo komisch reagieren, Hunde wollen nicht mehr vor die Türe. Ja, meine, ich gehe mit meine grundsätzlich immer morgens in der frühen Morgenstunde und Abendstunde. Und da mache ich mir natürlich schon meine Gedanken. Was wird hier gerade gemacht? Wird hier irgendwie ein gewisses Terraforming betrieben in bestimmte Gebiete? Weil ist ja klar, wenn du dann antriebslos bist, dich nicht wohlfühlst, dann bist du kein Mensch, der in die Tat kommt, der nach außen geht, der versucht, Gutes nach außen zu tragen. Das sind so manchmal so die Gedanken, wo mir so reinkommen. Deswegen war mir das jetzt wichtig, dich zu fragen, weil eben jemand auch in Portugal lebt, ja, wo geschrieben hat und sagt, bei uns ist der Himmel klar, er genießt die Sonne, sage ich, komisch. Das scheint irgendwie punktuell, auch zum Beispiel Serbien habe ich gekriegt, da ist die Luft gut, die Sonne ist gut, angenehm. Man kann richtig auftanken, dann kommt er aus Serbien nach Deutschland und es ist wie eine Glocke. Wie eine Glocke, die eindrückt. Und deswegen wollte ich dich eben da auch mal fragen, aber interessant, was du uns erzählt hast, dass auch in der Urlaubszeit Ruhe ist und dann fangen sie wieder an. Das ist auch interessant, eine Ja, interessante Feststellung. das ist sehr interessant. Ja, also ich denke, dass es im Moment schon so ist, dass wirklich einfach, also diese alten Strukturen, die sind ja gerade wirklich bedroht. Das kann man ja auf allen Ebenen sehen, ne? Also vieles von dem, was die Hintergrundmächte, die einfach ja über lange, lange Zeiträume die Kontrolle über diese Erde hatten, das funktioniert einfach nicht mehr. Und die anderen Mächte werden halt stärker, ne? Also man sieht das ja an ganz vielen Dingen, wie zum Beispiel, dass die BRICS-Staaten immer mehr Zulauf bekommen, ne? Dass die jetzt eine eigene Währung machen wollen, dass viele, die früher einfach ja, sich haben kontrollieren lassen von USA und westlichen Ländern, also Regierungen, auch in Afrika zum Beispiel, haben sich mittlerweile von diesem System losgesagt. Und es scheint also auch es war ja also über Jahrzehnte, hatte ja der Westen, also allen voran die USA, hatten ja so ein Kontrollsystem aufgebaut, wo sie einfach dafür gesorgt haben, dass ihnen freundlich gesinnte Regierungen installiert wurden, also indem sie direkt die Länder überfallen haben oder indem sie halt die demokratisch gewählten Präsidenten umgebracht haben oder was auch immer. Das war ja jahrzehntelang die Strategie, aber es scheint in der letzten Zeit so nicht mehr zu funktionieren. Das heißt, so diese anderen Länder werden stärker, ne? Russland wird stärker, China wird stärker, immer mehr. Ne? Selbst die Türkei hat jetzt den Antrag auf Eintritt in die BRICS-Staaten gestellt, obwohl die ja noch NATO-Mitglied sind und sind damit auch natürlich auch raus aus der EU,
wo sie auch einen Antrag gestellt hatten. Und da passiert ein sehr großer Wechsel aktuell. Das heißt also, diese Mächte, die bisher immer die Kontrolle hatten, kämpfen um ihr Überleben. Und sie versuchen halt alles auf allen Ebenen, um diese Kontrolle nicht zu verlieren. Und das, ich denke, das zeigt sich natürlich auch in solchen Sachen wie Chemtrails, in Beeinflussung durch Energiesysteme oder energetische Anlagen wie HAARP und so weiter. Wer sich damit beschäftigt, weiß ja, dass es eben so Systeme gibt, womit man Menschen eben manipulieren kann oder auch eben negativ befelden oder besenden kann. Ganz genau. Und wichtig ist, dass wir das zum einen wahrnehmen, aber dass wir auch wissen, dass diese Seite gerade im Überlebenskampf ist, dann dadurch natürlich auch sehr gefährlich ist, aber das heißt, gleichzeitig sind wir jetzt in einer Situation, wo wir das erste Mal wirklich konkret und real die Möglichkeit haben, dieses alte System zu überwinden, was vor 10 Jahren noch gar nicht möglich gewesen wäre oder denkbar gewesen wäre, aber jetzt ist diese Möglichkeit da und viele Menschen spüren das gleichzeitig, ne? Also auf der einen Seite haben wir diese energetische, negative Beeinflussung auf so vielen Ebenen. Auf der anderen Seite bekommen wir auch sehr viel Unterstützung durch die geistige Welt, durch die Sonne, durch Mutter Erde und haben dadurch auch die Möglichkeit, wirklich in unsere Aufgabe zu gehen, wirklich in unsere Kraft zu gehen und unserem Seelenplan zu folgen. Das heißt, das findet gerade parallel statt. Also es ist gerade ganz viel Herausforderung, aber auch ganz viel Chancen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns absolut ausrichten. Dass wir uns ganz klar auf dieses Neue, auf das Liebevolle, auf das Lichtvolle ausrichten. Und dass wir uns nicht mehr beeinflussen, runterziehen. Also so, ne, jetzt mal für diejenigen, die das gerade wahrnehmen, also zum Beispiel, dass du dich deprimiert fühlst, dass du dich herausgefordert fühlst, dass du dich energie- und kraftlos fühlst, ist es erstmal wichtig, das einfach anzunehmen, dass es jetzt gerade so ist und damit wirklich einverstanden zu sein und damit auch in eine Entspannung zu gehen, also nicht in eine Verurteilung, nicht in eine Bewertung und dann gleichzeitig dir Gedanken darüber zu machen, was gibt dir Kraft, wo bekommst du deine Energie her, was nährt dich, um das zu stärken. Und wenn du wirklich in dieser klaren Verbindung zu dir und zum Göttlichen bist, dann werden diese alten Energien einfach keine Macht mehr über dich haben. Und dann können wir auch mal uns mal schlecht oder schlapp fühlen und das ist völlig fein. Aber am nächsten Tag fühlen wir uns dann wieder umso besser und gehen wieder umso mehr in unsere Kraft und in unsere Macht auch, in die Eigenverantwortung und können dadurch dann auch wirklich auch für uns persönlich diese Wände herstellen. Wunderbar, also bin ich absolut bei dir, Matthias, was du gesagt hast. Ich fand es auch interessant, das Interview, wo du mit Alisa geführt hast, ja, die ist ja gerade in Deutschland mit der Maya-Älteste, ja, die setzt sich ja auch ganz stark von Pachamama, von Mutter Erde, also auch absolut mein Feld, mein Raum. Und ich habe es jetzt auch wieder gespürt. Ne? Ich habe jetzt dieses Jahr viel Feuer gemacht, ja. Und für mich ist das Feuermachen was Heiliges, ja. Und ich habe wirklich immer gespürt, was man wirklich am Feuer, wenn man da gewisse Rituale macht und das als was Heiliges sieht, was da für eine Kraft entsteht und wie wird dann wieder ein Lichtfeld ins morphische Feld reingeben können. Und ich habe da also wirklich so tolle Erfahrungen gemacht und deswegen fand ich es auch klasse, dass die Alisa mit ihrem ganzen Stamm hier rübergekommen ist nach Deutschland, um auch eben hier, ihr Mutterland oder ihr Vaterland, ja, kann man jetzt nennen, wie man will, da wenn ich sage Mutter, Vater, wieder zu stärken, weil da, wo sie ja lebt, wo ist jetzt nochmal her? Aus Paraguay, glaube ich, Guatemala. gell? Guatemala, ja. Da sind die Menschen noch viel mehr mit der Erde verbunden, ja. Und ich fand die Idee gut. Das war jetzt, glaube ich, letztes Wochenende in Kirchheim oben. Und ich habe auch immer regelmäßig meine Feuer angemacht. Weil das gibt uns wirklich Kraft und um uns einfach auch wieder daran zu erinnern, Matthias, und das hast du ja auch anklingen lassen, gerade eben, was du erzählt hast, dass wir wirklich jetzt in der Position sind, da wir ja wirklich
mächtige Schöpferwesen sind. Und wir können jetzt wirklich was Neues kreieren. Deswegen ist mir auch so unglaublich wichtig, ja, die Menschen immer wieder auszurichten, dass sie bei sich sind. Klar, jetzt haben wir vielleicht gerade von außen eine Bestrahlung. Klar, ich mag es auch, die feinfühlige, empathische Menschen spüren es. Aber das geht auch wiederum. Klar, die dunkle Seite spürt natürlich jetzt, dass denen langsam alles aus der Hände gleitet, ja. Und wir sehen ja, wenn wir jetzt auf die 3D-Ebene runterbrechen, unser Gespräch, was im Außen gerade passiert, ja. Wahrscheinlich deswegen Deutschland auch gerade so unter einer Glocke. Man will ja unbedingt, dass hier noch was Großes vom Zaun gerissen wird, dass noch möglicherweise ein Krieg mit der Ukraine oder dass das noch größer ausartet. Aber wir haben da wirklich Möglichkeiten, indem viele Menschen zusammenkommen, in den Meditationen Lichtfeld aufbauen, dagegen zu wirken. Und ich freue mich jetzt schon. Ich hab jetzt aktuell am Wochenende meinen Kongress. Klar, das ist ein kleiner Rahmen mit 160, 170 Menschen. Da werde ich am Schluss dann auch noch eine Meditation machen, weil ich habe schon festgestellt, lieber Matthias, wir haben viel mehr Macht mit unseren Gedanken. Ich habe das ein paar Mal jetzt erlebt, ja, bei der Feuer und letztes Mal bei der Meditation. Allein durch deine Gedankenkraft kannst du Gewitterwolken auflösen, dass dort über dem, wo du gerade bist, da war eine schwere Gewitterzelle mit Starkregen und Starkregen war vorhergesagt. Ich habe an dem Tag eine Meditation gemacht, mache meinen letzten Trommelschlag und dann hat es einmal gedonnert und leicht geregnet. Die ganze Gewitterwolke hat sich aufgelöst über uns. Das sind einfach nur so kleine Hinweise an uns, welche Kraft wir mit unseren Gedanken haben, wenn wir das wirklich aus uns heraus spüren und das ins Feld reingeben. Ja, absolut. Und nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, oder auch die Erfahrung, die jetzt viele Menschen gemacht haben mit diesen ungesunden Energien, denen ja auch viele Menschen in Deutschland jetzt ausgesetzt sind. Auch hier, viele Menschen gehen ja dann natürlich in das Opfer, ne? Und fühlen sich halt schlecht und fühlen sich halt auch hilflos, weil natürlich kann man da erstmal so anscheinend nichts dagegen tun, aber wir können ja trotzdem was dagegen tun, nämlich zum Beispiel, indem wir einfach unsere geistigen Helfer, unsere Engel darum bitten, dass sie uns vor diesen negativen Energien oder Frequenzen schützen. Ganz genau. Das heißt, unsere Absicht wiederum, dass wir uns wirklich davor schützen, ne, oder dafür sorgen, dass diese, wie auch immer wir das eben für uns manifestieren, wir können es auch so manifestieren, dass diese Energien durch uns hindurchgehen, uns aber nichts anhaben können. Das heißt, wir haben in jeder Situation haben wir die Möglichkeit, in unsere Schöpfermacht zu gehen und aus dem Opfer rauszugehen und die Situation zu verändern. Und das ist halt wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass egal was passiert, wo wir uns früher dann schlecht oder hilflos oder ohnmächtig gefühlt haben, wir können das drehen. Und darum geht es jetzt. Also darum geht es jetzt auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene, aber auch auf der persönlichen Ebene. Ganz genau. Ja, wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, Beispiel, schau, die hat uns vor 2 Jahren, wir wohnen jetzt 20 Jahre hier in dem Häusle am Waldrand, haben sie uns vor ein paar Jahren, haben sie uns beim Nachbar oben auf dem Berg einen 5G-Mast hingestellt. Ja. Meine Frau sagt auch, ich glaube, seit der da ist, irgendwann sind immer so gepulste Energie da, man merkt es dann. Ich habe dann ganz bewusst, ja, bin ich auf mein Grundstück rausgestanden, habe mich barfuß mit Mutter Erde verbunden, habe ein Lichtfeld aufgebaut und habe einfach ganz bewusst mir den 5G-Mast angeschaut, sage ich so. Die Strahlung, die geht bis hierher. Ich baue jetzt hier eine Lichtsäule auf, eine energetische Lichtsäule und diese Wellen kommen nicht mehr zu uns durch. Geh einfach in die Tat, in die Gedankenkraft und manifestiere es. Das funktioniert nämlich. Und da haben wir wirklich viele, viele Möglichkeiten, Dinge im Außen zu bewegen. Natürlich erstmal im kleinen Kreis bei dir im Umfeld. Und wenn die es immer mehr machen, dann zieht es wie wenn du einen Stein, pups, in das Seelein wirfst, dann zieht der erste Kreis, dann zieht er den zweite Kreis, dann gibt es eine Wellebewegung und ergreift plötzlich das Kollektiv. Und ja, und das sind jetzt wirklich auch die Prozesse, die ich jetzt auch ganz stark wahrnehme.
dass viele Menschen jetzt, wie du sagst, geh raus aus der Opferrolle. Ich sage, werd Meister deines eigenen Lebens. Du bist ein Meister deines eigenen Lebens und du hast jetzt die Möglichkeit, die Dinge so zu kreieren nach deinen Vorstellungen. Und ja, also wirklich ganz spannende Zeit, was wir haben. Energetisch gesehen war es noch nie so gefühlt, so explosiv, ja. Natürlich in beide Richtungen. Die eine wohl noch am Alten festhalten, die werden noch richtig zu knabbern bekommen, weil wir sehen ja gerade, dass in der 3D-Welt bricht so langsam das ganze System auseinander. Gerade eben ist in der Nachricht gekommen, VW, Vorzeigekonzern in Deutschland, ich weiß nicht, wie viel, 40.000 Stellen wollen die abbauen. Also die Wirtschaft bröckelt jetzt langsam. Aber das ist auch ein Prozess, der wichtig ist, damit die Menschen noch ins Erwachen kommen, die es immer noch, die, sag ich mal, den Glockenschlag immer noch nicht gehört haben, das, was komplett Neues kommt. Bin im Studis war auch so der Form. Ich nehme das auch so wahr. Ich meine, man muss natürlich parallel auch sehen, dass es natürlich auch wiederum diese Hintergrundmächte sind, die gerade ganz gezielt eben versuchen, Deutschland zu zerstören, ne? Also die Ja. Wirtschaft zu zerstören, die Strukturen in Deutschland zu zerstören. Das sind halt permanente Angriffe und die Aufgabe der Ampelregierung war halt, das oder ist, ne, also praktisch dafür zu sorgen, dass eben Deutschland abgewickelt wird, sozusagen. Das machen sie ja nach allen Regeln der Kunst. Also natürlich, ne, würde, wenn man nicht weiß, was die Agenda dahinter ist, würden halt viele Menschen sagen, ja, das ist ja, die sind ja völlig bescheuert mit dem, was sie tun. Aber so ist es nicht. Die wissen ja ganz genau, was sie tun und sie machen das ganz gezielt. Ne? Natürlich versuchen sie das, die Art und Weise, wie sie das verkaufen oder begründen, ist natürlich haarsträubend. Ne? Aber sie machen den Job sehr gut, also Deutschland Stück für Stück eben praktisch in ein Entwicklungsland zurückzubefördern. Das ist ihr Auftrag. Ne? Und das ist, ne, wenn man weiß, es war ja schon, das ist ja seit der Besatzung ist es so, dass die deutschen Systeme oder auch die deutschen Regierungsvertreter ja unter dem Diktat der USA standen. Das ist immer noch so. Die USA will eben, oder die USA sind nicht die USA natürlich, ne, es sind eben die Hintergrundmächte, die aktuell die USA noch kontrollieren. Die wollen halt eben Deutschland oder auch Europa als Konkurrent ausschalten, ne? Deswegen haben sie auch diesen Krieg angezettelt. Und ja, wichtig ist, dass wir, und gleichzeitig eben auch dafür, dass sich diese alte materielle Realität, ne, dieser Wohlstand, dieser Fokus auf Materialismus, dieser Fokus auf Wirtschaft, auf Wachstum, dass das eben jetzt Stück für Stück eben sich verändert. Und was wir auch wiederum machen können, ist, dass wir auch, oder was ich auch persönlich mache, dass ich halt für einen sanften Übergang, dass ich einen sanften Übergang manifestiere und auch meine Gebete in diese Richtung gebe, weil das, was natürlich diese andere Seite plant, ist natürlich kein sanften Übergang, sondern die wollen uns ja zurückbringen in einen desaströsen, chaotischen Krisenzustand. Und wir können natürlich mit unserer Macht, mit unserer Gedankenkraft, so wie du das gesagt hast, dafür sorgen, dass eben dieser Übergang in diese neue Zeit wirklich möglichst sanft und harmonisch stattfindet, sodass möglichst wenig Leiden dabei entsteht, ne? Das ist auch etwas, was wir wieder ganz bewusst beeinflussen können. Und das ist halt auch mein Ziel oder mein Wunsch, dass eben ein Übergang stattfindet, wo Menschen jetzt nicht in die Armut kommen müssen, ne, oder in andere Krisen kommen müssen oder in Kriege, sondern dass eben ein Leben in Fülle oder ein Übergang in dieses Leben in Fülle und in Freiheit wirklich, ja, auf eine möglichst harmonische und ja, lebensverträgliche Weise passiert. Das ist mir halt ganz wichtig, ne? Ja, ich glaube, das passiert sogar schon. Weißt du, Matthias, hier war schon so das Gefühl, dass ich jetzt parallel schon eine,
was Neues entwickelt, ja, dass parallel sich schon immer mehr Menschen finden, ja, die einfach auf die gleiche Resonanz schwingen. Also ich kriege das ja ganz stark auch mit in meine Einzelgespräche, wenn Menschen zu mir kommen. Viele haben so das Gefühl, ja, sie wollen jetzt irgendwie aus dem Hamsterrad raus, sie sind im Beruf nicht mehr glücklich, sie wollen gern was für Mutter Erde, mit Menschen zu tun, was im Einklang ist, Höfle habe, bisschen auf Selbstversorgung mache. Ich sage ja, natürlich können wir nicht von heute auf morgen aus dem System aussteigen. Wir hängen ja noch alle irgendwo in dieser 3D, in dieser künstlich generierten 3D-Matrix. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass wirklich jetzt schon so langsam parallel nebenher sich was aufbaut. Für die Menschen, die einfach in der Resonanz, in der Schwingung sind, die werden anhand vom geistigen Gesetz einfach Ja. zusammengeführt, ja. Ja. Und die werden jetzt auch unterstützt. Ganz genau. Ja, das heißt, wenn wir jetzt wirklich unserem Seelenplan folgen und uns ganz bewusst für das Göttliche entscheiden, dann bekommen wir gerade alle Unterstützung, die wir brauchen, um diesen Weg zu gehen. Eben, und dann wird auch für dich gesorgt, in jeglicher Form, ja. Das muss ja nicht nur materielle Fülle sein. Wir brauchen es jetzt noch, um unsere Rechnungen zu zahlen, sondern einfach auch, dass du, ja, einfach glücklich bist. Jeden Tag, ja, das mache ich auch, wie so ein Ritual morgens, wenn ich barfuß die Sonne anschaue, begrüße ich den Tag, ja, begrüße Ra, die Sonne. Es wird wieder ein toller, erfüllender Tag für mich, ja, und so versuche ich immer jeden Tag in den Tag zu starten. Und ja, also ich bin wirklich auch ganz, ganz, ich sage jetzt mal auch, wenn es im Außen gerade überall an alle Ecken anscheinend gerade so Kriegsstimmung ist, bin ich trotz allem in meiner gesamten Grundschwingung, in meiner gesamten Grundenergie so positiv, weil ich weiß, es kommt was Gutes, ja, für die Menschen, die bereit sind. Auch hier ist wieder freier Wille, jede Seele wählt selber aus. Will ich noch im alten Spiel bleiben oder nehme ich mich Stück für Stück aus diesem Spiel heraus? Wir können doch jetzt das Neue selber entscheiden und kreieren. Genau das ist es, Matthias. Ja. Und wir sind ja sowieso, wir waren und sind ja schon immer Schöpfer unseres Lebens gewesen. Nur haben wir in der Vergangenheit oftmals unser Leben und unsere Lebenssituation unbewusst erschaffen. Ja, aufgrund von Konditionierung, aufgrund von Programmen, aufgrund von Manipulation und Desinformation und Beeinflussung. Und jetzt geht es halt darum, dass wir jeden Moment unseres Lebens ganz bewusst gestalten. Das ist eigentlich der entscheidende Unterschied. Und es geht halt, und natürlich sagen vielleicht jetzt viele, ja, das hört sich irgendwie alles so toll an, was ihr sagt, aber es ist halt nicht einfach. Und meine Antwort darauf ist, das ist auch völlig okay, dass es so ist, und das kann ich auch absolut verstehen, aber fang einfach mal an. Und wenn du Genau, nur genau. eine Sache schon mal veränderst oder verbesserst oder so ein schönes Morgenritual, wie du dir kreierst, oder ein schönes Gute-Nacht-Ritual, Genau. und zwischendurch immer wieder versuchst, nach innen zu gehen und immer wieder auch ja, dich mit dir selbst und dem Göttlichen oder der Liebe oder wie auch immer du das nennen willst, verbindest, dann ist das ein Anfang, der einfach wirklich einen großen Unterschied macht. Und Stück für Stück können wir uns einfach mehr und mehr dem annähern, was wir halt wirklich sein wollen. Aber wir müssen natürlich es machen, ne, und aktiv werden. Ja, es tun, ins Tun kommen, ja, klar, viele, klar, ich meine, ich kann viele verstehen, die gehen dahin auf das Seminar und das Seminar, um sich Impulse zu holen, okay, ist alles okay, wer das möchte, darf das gern machen, aber letztendlich sage ich, haben wir alles Wissen in uns, ja, alles ist in uns, du wirst ich sage immer, wenn du offen fürs Leben bist, musst du immer zur richtigen Zeit, im richtigen Moment die richtigen Menschen treffen, die dich wieder ein Stück weiterbringen, die dir wieder einen Impuls geben. Ja, du hast da auch mal so eine Geschichte erzählt, wo man dich wieder getestet hat. Ich glaube, bei unserem letzten Interview mit dir, mit der Dame, wo dich da so angetriggert hat, ja, hoppla,
Aber der Matthias hat nachgedacht, ja, das heißt ja was, warum habe ich mich jetzt da triggern lassen? Und du hast genau richtig reagiert. Und andere gehen halt dann in die Wut, ja. Und das sind so Lektionen, wo mir auch wir täglich immer wieder lernen dürfen, wie gehe ich mit der Situation um? Gehe ich in die Wut? Lasse ich mich jetzt energetisch wieder runterdrücken und wundere mich, wann die Menschen so aggressiv auf mich reagieren? Oder wie bei mir heute das Beispiel, ich weiß immer, die kleinen Kinder, die strahlen mich immer an. Ich weiß, ich habe, die strahlen und lachen und da geht mir das Herz auf, ja. Die Kinderauge, die große und da gebt mir wieder das Herz auf und da müssen wir die Menschen hinbringen. Eben Vorbild sein, geh mit einem freundlichen Grüß Gott raus. Ja, das heißt ja, ich grüße den Gott in dir. Ja, wenn du die Menschen auf der Straße grüßt, das wird ja heute auch nicht mehr gemacht. Da wird man dann auch mal blöd anguckt, wenn du wildfremde Menschen auf der Straße grüßt, freundlich grüßt, von Herzen grüßt. Grüß Gott, ja, oder ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, ja, oder wie du sagst, heute ist dein bester Tag. Ja, das sind Manifestationen, dann ist es auch so. Wenn das vom Gefühl auch wirklich aus der Herzensenergie geschwungen, aus der Herzensenergie schwingt, und dann passieren die Dinge, die sogenannten Zufälle, dass auf einmal Begegnungen gibt, dass auf einmal wieder ein Raum aufgeht, dass wieder neue Geschäftsideen zustande kommt, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Und ich sage, das ist jetzt die neue Zeitqualität. Miteinander, sich gegenseitig zu unterstützen, zu tragen und nicht das Ego hochkommen lassen, ach, der hat mehr Erfolg wie ich oder dem gönne ich die Butter nicht auf dem Brot. Das ist alles noch altes System. Genau. Absolut. Ja, lieber Matthias, ich habe mich wirklich riesig gefreut, dass du heute die Zeit für mich genommen hast, mit mir das Gespräch zu führen. Und vielleicht noch zum Abschluss unseres Gesprächs, was ich immer gern meine Interviewpartner bitte, was wäre deine Botschaft an meine Kanalzuschauer? Was möchtest du noch so jetzt? Im letzten, deine letzte Worte an meine Zuschauer aussenden, was dir jetzt einfach aus dem Gefühl her wichtig erscheint. Ja, einfach dass wir uns daran erinnern, dass diese ganzen Dinge, die uns so im Außen präsentiert werden, dass die ja zum einen natürlich sehr interessant und spannend sind, aber zum anderen ist es halt eine Inszenierung. Es ist halt, so wie du gesagt hast, die Matrix oder man könnte es auch als eine Aneinanderreihung von Dramen bezeichnen. Und es ist wichtig, dass wir uns davon nicht abhängig machen und uns davon auch nicht beeinflussen lassen, sondern dass wir immer in dieser Verbundenheit zu unserem, ja, zu unserem wahren Sein und zum Göttlichen bleiben, uns immer wieder daran erinnern und einfach uns dafür entscheiden, diese Dramen oder diese Matrix anzuschauen, zu beobachten, aber uns nicht damit identifizieren, weil eine Aufgabe der Matrix ist es ja, uns immer wieder von unserem wahren Selbst und von unserem wahren Weg wegzubringen und halt uns mit den Energien von Drama oder Leid oder Zerstörung oder Angst zu verbinden. Und wenn wir das ganz bewusst wahrnehmen, dass wir frei sind, ob wir uns mit diesen Energien verbinden oder nicht, dann sind wir ein Riesenstück weiter. Und dann erkennen wir, dass wir diejenigen sind, die das Äußere formen können. Und lassen nicht das Äußere unser Inneres formen. Also das ist halt für mich ganz, ganz wichtig. Ja, wunderbare Schlussworte, lieber Matthias. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Schön, also das fällt mir jetzt, dass wir das Äußere formen, ja, muss ich jetzt gerade nochmal den Satz in mir nachschwingen lassen, dass wir das Äußere nach unserer Vorstellung formen und nicht das Äußere uns formt. Wunderbar. Lieber Matthias, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit mir das Gespräch zu führen. Und ja, vielleicht treffen wir uns ja mal irgendwann in absehbarer Zeit mal wieder zum Gespräch. Schon Würde mich sehr total freuen. frei laufen lassen, wie es halt gerade reinpasst. Und Genau, sehr ich wünsche dir gerne. auf jeden Fall eine gute Zeit
und bleib gesund, mach weiter so. Du machst wirklich ganz, ganz wichtige Aufklärungsarbeit und man sieht es ja auch, dass es gewertschätzt wird bei dir und bleib dran, bleib am Ball. Wir müssen noch viel mehr Menschen erreichen. Ich danke dir ganz, ganz Danke. herzlich. Ich danke dir auch von Herzen, lieber Rainer, für dein Sein und für die Einladung. Alles Liebe. Alles Liebe. Danke Bis dir. bald. Tschüss.